3, 2, 1, los. Meine lieben Damen und Herren, herzlich willkommen zum Reaktionsvideo und an dieser Stelle No Front und ja, schön, dass du auch wieder mit am Start bist. Ja, ich freue mich sehr, als wäre es gestern gewesen, aber. Only Water. Was machen wir jetzt? Wir reagieren jetzt auf Dannys erste Folge bei X-Diaries. Ihr habt ja vielleicht schon die Reaktion von uns beiden gesehen auf meine erste Folge. Falls nicht, verlinke ich sie euch am Ende des Videos oder hier in der Infobox. Da haben wir nämlich auf seine erste Folge reagiert. Richtig, und nun ist der liebe Danny dran, weil wir schon bei meinem oder bei unserem Video mit meiner Folge erwähnt, waren wir beide das allererste Mal im deutschen Fernsehen bei X-Diaries. Und ja, jetzt bin ich mal sehr gespannt, was der liebe Kevin Bochow so zu bieten hat. Er hieß damals halt auch schon Kevin Bochow, so wie jetzt bei Köln. Ja, genau. Ich habe den Namen übernommen. Du hast auch deinen Vordernamen übernommen Vordernamen? bei. Und den den Vordernamen an dieser Stelle. Ich heiße praktisch auch bei Köln 5067 Kevin Bochow und habe damals auch die Rolle des genau, des Kerem Bochows. Kerem, grüß dich. Grüß dich an dieser Stelle. Kevin. Ja! Wir fangen einfach mal direkt an mit diesem Video und ich würde sagen, kommen wir zum Intro von den X-Diaries damals. Übrigens, wir sind im Jahr 2012, da habe ich zum ersten Mal vor der Kamera gestanden und meine erste Folge praktisch, wo ich zum ersten Mal im Fernsehen, im Fernsehen war, ja. X-Diaries! Die Pizza! Stimmt, wo wart ihr denn Ach überhaupt? so, sorry, an dieser Stelle erstmal. Ja, Ibiza. Was war so grob der Inhalt von deinem Strang? Ganz Ich grob. bin, ich bin mit meinen, also sie, wie hieß das Sommerhaus, und ich bin mit meinem besten Freund. Tatsächlich auch ist das, was ihr da seht, in der Serie auch wirklich mein bester Freund. Wir wurden zusammengecastet, also erst war ein anderer gedacht, dann haben die gefragt, weil ich ja schon praktisch auch in deiner Folge erklärt habe, bei X-Diaries war es immer wichtig gewesen, dass man auch eine Echtheit schafft. Und da dachten sie, wenn das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht, dass das wirklich dein Homeboy war, ne? Nein, mit den hast du auch kennengelernt mit Dobsen. Ja, wo denn? Na, damals, wo wir im Dings waren, im Osten, oder nicht? War er nicht? In Headshot. Hast du nicht kennengelernt? War der da? Doch, wir haben den bestimmt schon mal gesehen. Ja, kann sein. Und da wurden, ja, wir wurden auf jeden Fall zusammengecastet. Da haben gefragt, hast du auch einen echten besten Freund? Ich so, ja. Und deswegen hat er auch Bock, hat er auch Zeit. Ja, alles klar. Deswegen haben wir es zu zweit gemacht, damit es halt noch realer ist. Ja, geiler geht's halt nicht mit seinem besten Freund. Einen Monat Ibiza. Eine kleine Aufwandsentschädigung bekommen. Und dann auch noch da ein bisschen Party machen und so. Ja. Und dazu noch die Chance haben, fürs Fernsehen zu drehen. Mega. Ja, und es war eine wilde Zeit. In diesem Sinne. Oh, das sieht geil aus. Hey. Da habe ich direkt Bock auf Club. Ich weiß. Und auch an dieser Stelle sagen, tatsächlich auf Mallorca geht dies ja nichts und auf Ibiza auch nicht, wegen der ganzen Sache, wegen der aktuellen Lage einfach. Ihr wisst ja Bescheid. Und bin ich schon traurig, weil ich bin eigentlich fast jedes Jahr auf Ibiza. Es ist wie so meine zweite Heimat da. Ey. Und ich glaube, voll. Ob es Malle ist, du warst ja. Warst du auf Malle letztes Jahr? Ich glaube viermal. Ja. Schade. So, Christoph, da ist unsere Maschine und da landen wir natürlich. Oh, da bist du schon aus dem. Ja. Direkt auch erstmal. Frauenheld Kevin. Das ist übrigens die Zeit, die ich beschrieben habe damals, falls ihr mich von Instagram kennt und falls ihr uns nicht von Instagram kennt. Wie soll ich sagen? Da habe ich immer gedacht, ich bin Spanier, deswegen habe ich auch die Haare so schwarz gemacht. Kannst du vielleicht mal ganz kurz sagen, wie. Das machen wir jetzt mal ganz kurz aus Spaß, machen wir das mal. Und zwar rufe ich dich einfach mal an. Und wir hören uns mal deine Mailbox an. Okay? Also ich habe ihn unter Bernie angespeichert, lange Geschichte. Wann geht denn deine Mailbox dran? Wir sind verbunden mit der Vodafone Mailbox von Hernandez Rodriguez. Sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Tonsignal. Grüß dich, Hernandez, an dieser Stelle. Ja, das war quasi oder ist immer noch Dannys Mailbox-Ansage. Hernandez Rodriguez. Genau, diese Mailbox-Nachricht habe ich, seitdem ich praktisch dieses Handy habe. Und das ist schon seit mehreren Jahren. Und damals war das die Zeit, wo ich natürlich auch dachte, in der Zeit wahrscheinlich Hernandez als ein Mexikaner, auch Spanier irgendwo, ne? Also wisst ihr Bescheid, wenn ihr mich mal anrufen wollt, könnt ihr gerne mal auf die Mailbox von Hernandez. Bei 50.000 Likes poste ich seine Nummer. Wenn das passiert, Digga, dann poste ich deine Nummer. So wie du es mit Jascha gemacht hast. Geplant, bevor für die Jungs das harte Arbeitsleben beginnt. Sie sehen, das war eine glatte 2, oder? Ja, ja. Ey, wir sind angekommen. Falls du nicht weißt, was ich damit sagen wollte. Das war eine glatte 2, ist doch voll schlecht.
Nein, eine glatte 2. Ich glaube, ich habe es halt andersrum gemacht. Einfach eine 1 ist mega und eine 2 ist so 2 nach Schulnotensystem. Ah, okay. Ja. Ich dachte, das wäre eine 2. Okay, ciao. Mach doch mal dein Handy weg. Nein, ich brauch das. Ich muss noch dein Handy rufen. Ach, du weißt doch, wie es ist. Ah, egal, egal. Ja, wird schon geil jetzt, egal. Wo ist unser Bus? Ibiza, 2012. Ich bin hier. Das ist total geil, geiles Wetter, der Flughafen. Sorry, dass ich nochmal unterbreche. Das ist mein bester Freund, auch aus der Heimat, im echten Leben. Und da deswegen, wir beide sind einfach nur da und wollen einfach nur Spaß haben. Ich habe gar keinen Plan, was vor der Kamera passiert ist, weil ich stand auch noch nie vor der Kamera, wie bei dir. Und ja. Deswegen, ja. Die Leute sind schon total lustig, total super gewesen. Ein bisschen hat es mich genervt, dass ich mein Handy angemacht habe und hatte gleich 20 Nachrichten von Angelina, meiner Verlobten, drauf. Sie ist ziemlich kontrollsicher. Das sind halt die Bedingungen, ich muss mich melden. Ich habe ja vorher schon gesagt, dass ich mich im Flugzeug nicht melden kann, aber... Naja, hat sie wohl nicht so ganz gecheckt. Hallo, Kevin. Hi. Anna, nice to meet you. You speak English, yes? Also mein Englisch ist da nicht so yellow von der Ex, sag ich jetzt mal. Looking for two, also number two, so looking, aussehen. Ach, egal. Guck mal hier, ich habe hier so eine Karten, die verteile ich hier so an Frauen, die ich gut finde, weißt du? Gut finde, wenn du mal Lust habt, da kannst du mal. Das hier heißt Kevin, der Blayer vom Blayer. Damit alle wissen, dass sie mit wem sie zu tun haben. Und dass ich finde allein die Bauchbinden unten. Bauchbinden sind das, was unten immer steht mit dem Namen und die Beschreibung. Kevin, der Player von der Playa. Sag mal, Danny, hast du nicht gerade zufällig ein Portemonnaie hier? Ja. Kannst du vielleicht mal kurz zeigen, was du noch im Portemonnaie hast? Ey, das ist 2012. Es ist 8 Jahre her. So, ohne jetzt irgendein Adressi oder sowas. Nein, sag's einfach nur so, was das ist. Okay. So, man liegt hier nichts, aber da, ich hoffe, man sieht das, ist immer noch die Visitenkarte. Kevin, der Player von der Playa. Ja. Sind halt einfach Memories, die ich gerne habe. Ja, das ist aber geil. Hey, du hast eigene Visitenkarten für in einem Format, ey. Kevin, der Player von der Playa. mit Playboy-Logo auch noch, ey. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade gesehen habt, vielleicht könnt ihr nochmal zurückspulen, aber die Palmen waren, das waren Brüste. Gerade an den Palmen waren Brüste, sondern keine Kokosnüsse. Ach so, das habe ich dann noch gecheckt. Okay, in diesem Sinne. Und dass die mich erreichen, hier meine Telefonnummer, mein Bild, alles ist dazu. Die brauchen mich nur noch anrufen und dann mit mir was trinken gehen und dann fertig ist das Bombe. Ja. Fertig ist das Bombe. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich an die Männerwelt. Damals habe ich noch nicht ganz so realisiert, ach, wie geil ist das, wenn man dann einfach so eine Visitenkarte hat, wie sich so wie eine Bewerbung, man geht zu Frauen im Club und sagt einfach, hier meine Karte, kannst du mich anrufen, da ist mein Telefon mit drauf, ich bin ja, von der Playa. Ja, das ist nicht aufdringend, ja. Okay, Kevin, der Player von der Playa, ist schon ein bisschen, ne? Aber heute, ich glaube, wenn du das heutzutage machst, einfach eine Visitenkarte nimmst, hey, gar nicht so lang schnacken, ne? Im Club ist eh blöd, ist laut, manchmal sind die Leute betrunken. Hier hast du meine Karte, wenn du Bock hast, melde dich bei mir und du überlässt quasi dann der Frau die Wahl. Ey, nee, ich finde den nicht cool, schmeiß die Karte weg. Irgendwie fand ich das süß, wie der das gemacht hat. Ich rufe den einfach mal an. Und das ist es. Also seid kreativ bei den Karten. Ich find's gut. Und tatsächlich haben auch Leute damals versucht, auch anzurufen. Also ich bin dann teilweise auch wirklich abends privat mit den Karten rumgelaufen und Der Dating-Danny. No front an dieser Stelle. Wir sind ja wie Ibiza. Falls ihr mich kennt aus Formaten wie X-Series und Köln, falls ihr euch immer gefragt habt, warum nennt sich Kevin in den Folgen von Köln oder auch da der Bodymaster, das ist die wirkliche Entstehung vom Bodymaster. So ist das entstanden. Hi, Voice-Woche. Ole, ole. Ist ja klar. Mehr Muckis, mehr Frauen, mehr Spaß. Während Samira und Jackie shoppen, erklärt Frauenheld Kevin die Straße zu seinem persönlichen Flirtrevier. Das gibt dir doch heute auch noch was, oder? Ja? Ole, ole. Der kriegt nicht mal sein Dödel richtig in Stimmung. Da soll er mal Eiweiß trinken. Da kriegt er vielleicht mal ein bisschen Body in seinen Puller. Da müsste man bei mir in die Schule kommen zum Bodymaster. Ich weiß auch nicht, warum ich es gesagt habe, aber ich habe, glaube ich, damals noch gesagt, der Bodymaster 2000 oder sowas. Auf jeden Fall so ist es entstanden. Ja, tut mir leid. Ich konnte mich echt nicht mehr. Ich habe alles versucht, aber Flugmodus, weißt du, kann man nicht. Ja, Flugmodus. So. Chica, Chica. Tut mir leid, ja, der ist Angie. Nee. So. Keine Ahnung. Ich merke mich wirklich immer. Ich gehe einfach mal an das Telefon, wirklich. Kein... Chica, Chica! Ich rufe seinen Namen von seiner Freundin und man sieht mir immer ein Gesicht einfach an, Digga. Sorry. Ja, ist ein großes Ding. Merkt jetzt im Endeffekt, ich rufe zu einer Chica Angie, weil seine Freundin heißt Angie, merkt dann, aber das macht keinen Sinn, weil ich seine Freundin. Ja, dann denkst du so um. Und dann, aber, ja, man merkt im Gesicht, oh, ich hab mich versprochen. Und das lasse ich mir, dann merkst du einfach, wie ich dann durchgucke jetzt hier. Tut mir leid, ja, der ist schon. Angie! Besoffen, nee. Also, keine Ahnung. Nee! Ich geh einfach mal ans Telefon, wirklich kein. Ja,
Ja, jetzt leg doch mal auf. Ja, ja, Baby, bis dann. Hast du es überhaupt mitgekriegt, ja, oder was? Ciao. Angelina, ich weiß nicht, was geht denn dir auf den Kopf vor? Oder hat dich nicht gemeldet, wo wir im Flugzeug sitzen? Sag mal, wie viel Iku hatten die eigentlich? Also im Flugzeug ist doch klar, dass man das Handy nicht anmachen kann, sonst explodieren wir alles. So Quatsch. Sonst explodieren wir! Hat man schon ganz oft gehört, dass einer im Flugzeug das Handy hatte und da Bomben. Alle explodiert, die Menschen haben Bomben. Einfach weg. Sonst explodieren wir. Ich weiß auch nicht, Alter. Ich hab dir irgendwas erzählt. Naja, muss ich wissen. Nee, nee. Das ist natürlich zu totlachen. Ich liebe das. Dafür liebe ich ihn. Dafür habe ich ihn mitgenommen. Aber er soll seine Nummer weggeben, aber Hauptsache es kommt wirklich keiner auf die Finger, weil da sollte man nicht nur zu zweit Body machen. Hä? Ich dachte eigentlich, da sage ich zu dem Bodymaster. Wo kommt der denn? Vielleicht später. Ah, sorry. Nicht im On ist der Bodymaster entstanden, sondern dort ist der Bodymaster entstanden. Aber nicht vor der Kamera, weil dann habe ich noch gesagt, ich bin der Bodymaster 2000. Und dann fanden wir das Wort irgendwie interessant und dann habe ich es dann weiter eingebaut. Immer wieder. Also der ist da im Bus auf jeden Fall an dieser Stelle entstanden, Bodymaster. Das war es aber nicht im On. Ah, nicht okay. Vor der Kamera. Ja. So lässt es sich aushalten. Ja, das war praktisch unser... Das war praktisch das Sommerhaus, die Location, deswegen auch das Sommerhaus. Ja. Ja. Ach so, und natürlich möchte ich anfügen, das war mein allererstes Bild überhaupt gedreht. Das war mein allererstes Bild. Man merkt auch, wenn ihr richtig drauf achtet, könnt ihr jetzt gucken, man merkt mir meine Nervosität an. Unser Regisseur sagt er, ey, du geht da rein und sagt, ihr findet einfach nur alles geil. Ihr findet einfach nur alles geil. Und ich wusste ja nicht, was ich machen soll. Und jetzt hör mal, wie oft ich geil. Das war mein erstes Bild und nicht so. Vater scheint Geschmack zu haben. Kevin ist schwer begeistert. Der 22-Jährige kann sein Glück kaum fassen. Geil. Mach mal, zähl mit geil. Werden garantiert der Hammer. Oh, geil. Was ist hier los? Hoch hier. Alter. Oh. Ey, das ist der Wahnsinn. Ich liege den ganzen Tag nur in der Sonne. Ich gucke mir das ist der Wahnsinn. Cool. Das ist der Pool. Überleg mal abends, die ganzen Weiber. Yeah. Scheiß auf deine Weiber, hier sind geil. Also hier gehen wir erstmal richtig ein paar Bomben reinmachen. Geil, Mann, geil. Ey, das ist der absolute Wahnsinn. Ey, ich komme ja auch nicht klar. Ich habe erst gedacht, das ist so, weiß nicht, was, das ist nur eine Finca, ja. Aber das ist so überwältigend, das ist der Wahnsinn. Ich bin jetzt 2 Monate einfach nur hier. Für mich das Größte. Das geht gar nicht, ehrlich. Wahnsinn. Bombe. Ey, guck das an. Überleg mal, wir beide jetzt 2 Monate hier auf Ibiza. In der Finca. Von der Skifahrer, aber das ist sowieso das ist echt der Geilste. Echt, ohne Scheiß, dein Skifahrer. Der bedankt sich bei meiner Mutter. Der musst du dann. Ja, bei deiner Mutti. Bei deiner schönen Mutti. Die ist ja, weißt du, wie. Würde ich auch mal an die wissen, aber da ist ja sowieso ein Checkbox. Der Milfhunter Kevin? Was ist denn da los? Das ist vielleicht ein Fetisch für die Milfs, tatsächlich. Ah, das hat sich ja bei Köln durchgesetzt auch, ne? Dieser Idiot hat eine Fresse. Ach komm, Mann, scheiß drauf, los, ey. Wir haben 2 Monate einen fetten Partyurlaub. Ey, oh, geil, Mann. Sechs. Los, wir gehen mal runter. Geil, Alter. Arme Skifahrer, das ist in einer Szene super geil. Schon total geil. Danke für deine Mutter, weil die den im Finger wickelt. Und ja, ich mag ihn nicht, er mag mich nicht. Was Mike noch nicht weiß, das ist, dass ich 2 Chicas hier einladen habe, auf die Finca. Ich meine, es interessiert mich nicht, ob er was dahin hat. Auch. Können wir uns ganz kurz über die stylischen Ohrringe damals aus dem Jahr 2012 unterhalten? Die Bling-Bling-Ohrringe. Vielleicht kennt ihr die noch damals, wenn ihr mein Alter seid ungefähr. Da war das auf jeden Fall Trend. Und die Rosenkranzkette. Ja, die Rosenkranzkette hatte ich tatsächlich auch. Immer beim Feiern gehen und dann so mit so einem pinken Hemd Kragen hoch. Aber ich finde es gerade viel interessanter. Man weiß natürlich, warum du das alles so getragen hast. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, wie hoch Dennis Kopf gewesen sein muss. Ich sag mal, ihr seht das ja, wie hoch diese Cappy ist. Da musst du ja denken, dass du einen riesen roten Schädel hast. Auf jeden Fall sind sie nachher am Stopp und ich bin so auf seine Sicht gespannt. Sie sehen richtig Bombe aus. Was? Okay. Vielleicht mal, kommt er mal so von der komischen Angelina weg, aber auf jeden Fall, Auf jeden Fall, Und zur Finca der Berliner Langzeiturlauber. Kevin hält für seinen besten Freund noch eine Überraschung bereit. Damenbesuch. Sollten Mikes Verlobte oder sein Stiefvater davon erfahren, gibt Ärger. Geil, Jackie! Das ey! Hey. Na? Kevin! Meine Jackie! Oh, warte mal. Oh, das ist die, ne? Na? Freut mich, dass ihr gekommen seid. Vor allem meine kleine Jackie.
Und? Jackie. Hast du mich schon vermisst? Hast du mich vermisst? Ja, klar. Lass Koffer stehen, komm hier hoch. Komm. Bis zu mir aus dem Eck kam, dachte ich, muss ich verlaufen? Was wollen die jetzt hier? Keine Ahnung, ich hab die noch nie gesehen in meinem Leben. Als ich mitbekommen, dass Kevin die eingeladen hat, war ich richtig sauer, aber richtig sauer. Endlich ist Jackie da. Also ich muss sagen, ich habe mich nach ihr gesehen, endlich ist sie da. Aber jetzt ist es Zeit, endlich. Ich kenne sie aus Rimini schon, ich weiß endlich? Ja, was sie zu bieten hat. Aber jetzt ist sie da und jetzt kann ich einfach endlich beruhigt sein, dass ich hier immer meine Weiber auf der Ticker habe. Weißt du? Hast du ein bisschen Wortkäse gehabt? Ne? Nein. Was wenn du willst? Ganz genau weißt oder zugehört hättest, sag ich nicht Finca, sondern Ficker. Nein. Dass ich meine Weiber auf der Ficker habe, immerhin. Aber jetzt ist es Zeit, endlich. Ich kenne sie aus Rimini schon, ich weiß ja, was sie zu bieten hat. Aber jetzt ist sie da und jetzt kann ich einfach endlich beruhigt sein, dass ich hier immer meine Weiber auf der Ficker habe. Weißt du? Auf der Finca habe. Das ist doch geil, oder? Das sollte eine Überraschung sein. Dass du mich verarschen musst. Warum ist denn? Wir sollen ja keine Party machen. Das ist die Scheißaktion von dir. Ja, komm, aber das ist ein Ingenieur, das mitkriegt, wenn mein Stiefvater das mitkriegt. Wir fliegen hier raus. Wenn das, ja, wir fliegen sofort raus. Komm jetzt. Die durch die Verlobung auch. Einfach gar nicht zu. Einfach juckt mich gar nicht, Mike. Einfach gar nicht zuhören, Mike. Quatsch mich nicht voll. Ich will immer. In so ein paar blöden Stunden, die du einlässt, oder? Das ist doch geil. Die werfen Herzen hin. Versprich mir, dass es niemand mitbekommt. Niemand. Okay? Versprich's mir. Gib mir eine Hand drauf. Ja. Ey, ich warne dich. Wirklich. Ja? Ja, ist alles cool. Also los, komm mal, bitte besser. Los, jetzt geh mal rüber und check mal, wie das. Nee, ich geh runter, ich guck, wo die pennen, Mann. Ja, klar, danke, bist du besser? Ja. Also hier schlaf ich. Hier schlaf ich. Nein, das wäre dein Bett gewesen, wenn du den niemand eingeladen hättest, hättest du hier schön schlafen können. Aber dein Bett nicht rum. Bitteschön. Lass mich nicht, dass ich auf der Couch schlafe. Ja, doch. Ey, das ist so eine riesen Finger, als ob da kein Zimmer mehr ist. Scheiße von mir, aber du lässt mich jetzt nicht auf der Couch. Nein, es waren dann diese zwei Zimmer und Kevin sollte auf der Couch schlafen. Und ich merke jetzt gerade, so am Anfang entwickelt sich noch alles, aber das entwickelt sich von Stück für Stück immer, wird es ein bisschen crazy. Ich merke noch den Anfang so der ersten Folge, wo es noch so, das ist ja alles der erste Drehtag, man ist so richtig nervös noch. Ja, einfach. Natürlich, das weiß ich auch bei mir auch noch. Wo es dann ist, ja, wir briefen mal die erste Szene und ich so, Alter, ich hab gar keinen Plan, was hier abgeht. Mhm. Ja, wo willst du hin schlafen? Die schlafen zusammen. Ich will so eins von den Mädels auf der Couch schlafen. Du wolltest ja nicht mal im Hotel schlafen. Also. Ich wollte auch mit Jackie, weißt du, wie Spaß haben? Ich bin doch hier, ich hab hier keinen Lachen. Nein, diskutieren wir auch nicht. Du wirst hier pennen. Gut, Kevin. Ey, weißt du, ich echt nicht, ich hab keine Lust zu diskutieren. Ey, das ist gut, ey, bitte mach den Scheiß, ey, wirklich. Also, ich find's total scheiße. Ich meine, ich wollte hier mit Jackie, wollte ich einfach nur meinen Spaß haben und dann, ich meine, man, das kann sauer sein, aber man den gleich auf der Couch verbannt, das ist total scheiße. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Also mich nervt richtig. Ich auch gemacht. Du kannst auf der Couch keinen Spaß haben, ne? Aber voll der Sprachkäse auch, ne? Wenn du wirklich mich überlegt habe, ich gut. Krass, wie nervös man früher noch war, ne? Mhm. Und wow, jetzt als kleine Racheaktion, aber er wird schon nicht so schlimm sein, also er wird sich überleben. Ey, da können wir nochmal drüber reden, muss das gleich nebenan. Und ich habe ja eh gesagt, wir pimpern in den Betten nicht, von der. Im Wohnst möchte ich, dass du einige Regeln einhältst. Erstens, es wird keine Unordnung veranstaltet. Sei doch mal ruhig, hör das dem Mann. Scheiß doch auf deine Scheiße. Ey, mit mir um Party zu machen, hör ich auch. Den, das hätte ich gern einmal so als Einzelclip. Scheiß mal auf deine Scheiße. Danny Liedtke, 2012. Scheiß mal auf deine Scheiße, Alter. Weiß Bescheid. Ich bin mir nicht versaut mit der Leben. Als ob ich mich wegen so einer SMS hier in die Hose scheiße. Nee. Nicht so, nicht mit Kevin. Ich hab da keinen Bock mehr drauf, das soll sich ändern, also ich hab das nicht vorgestellt. Ich wollte hier einfach nur rein, hab hier meine Jackie und dann habe ich mit der Spaß und schlafe mit der im Bett. Ich habe gedacht, vielleicht ist er ja auch so wie ich und dachte, zwei Monate mache ich nochmal, was ich will und mach's mit der Samira und so. Aber so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich will ja Party und Sex vor allem. Ja. Muss ich dazu was sagen? Ich will ja Party und Sex vor allem. Und scheiß mal auf deine Scheiße, Digga. Das ist so ein typisches Malle-Shirt eigentlich, ne? Was du so ein ja, T-Shirt, ich will Party und Sex vor allem. Nächster Mallorca-Merch für Christoph Oberheide. Ich will das Party ich extra. Und Sex vor allem. Das mache ich extra. Ich mache dir das Shirt. Danke dir. Von Mikes Stiefvater gibt es lange Gesichter. Kevin hatte sich die erste Nacht mit Urlaubsliebe Jackie, ne? Können wir uns auf das Schaukelfertig konzentrieren, was so random. Das verwirrt mich richtig, ne? Warum steht das da? Einfach so? Ich weiß nicht, Mann.
dir anders vorgestellt. Ich habe echt keinen Bock auf der Couch, sieht er nicht. Ja, ich will auch, keine Ahnung, dass wir noch so zusammen schlafen. Ich meine, neben Samira können wir auch nicht schlafen. Ja. Weißt du, wie ich meine, weil ich will da auch ein bisschen mehr mit dir machen. Ja, ist ja klar. Was denn, was denn? Aber guck mal, das weiß nicht. Guck mal, neben Samira. Nein. Das hilft nicht, ne? Also ich möchte auf jeden Fall mit Jackie alleine sein. Ich habe keine Lust auf der Couch zu schlafen alleine und ja. Ich brauche unbedingt irgendwas. Ich muss irgendwas finden, wo ich mit Jackie zusammen sein kann. Blöd, dass ich mit Kevin nicht alleine so mal sein kann, weil wir wollten halt immer ein bisschen Spaß haben. Und ich meine, neben Samira geht das ja nicht. Die Arme, voll schüchtern, kriegt Nervenzusammenbruch. Ey, aber was habt ihr vor? Dings, ne? Wo Max sein Vater vorhin die SMS geschrieben hat, ne? Der hat irgendwas gesagt, Raum, was meint der damit? Hier muss irgendwo so einen Raum geben, weißt du? Ja, warte mal. Aber was möchtest du sagen? Hast du noch Kontakt zu der heutzutage? Ja, sie hat auch ein Kind. Echt? Mhm. Sie ist ja auch eine Herzensgute. Ja, das glaube ich. Aber irgendwie, so eine Frau, was sollst du sagen? Aber ist sie jetzt noch so? Nee, ne? Ich weiß, wie lange die mit ihr getalkt. Aber ich sag dir, damals waren es so Frauen, hey, die wolltest du einfach nur, wenn die mit dir reden, so, die hättest du einfach nur liebstens, ne, den Mund gestopft. So. Also, da bin ich ja, mein Typ Frau war das damals nur. Nein, nicht Typ Frau, so, aber war cool zu chillen. Das waren noch richtig coole Buddies. So. Das war wie so eine... Mit der konntest du verrückt sein. Ja, das auf jeden Fall, das glaube ich. Und meistens war es auch geil, so wenn man, ne? Ja, aber also das ist jetzt wirklich, falls du das siehst, du, wie heißt sie? Carina. Das ist null böse gemeint oder so. Sie versteht das. Aber du, also es wirkt halt, ich sag ja so, sie wirkt jetzt nicht wie eine Hochschulprofessorin. deswegen so ein bisschen Chantal von Fuck You Goethe. Aber ich glaube, dass du sehr lieb bist. Er ist geheimnisvoll. Was soll das überhaupt? Verschlossener Raum, der dickt doch nicht ans Licht. Ey. Weißt, was da hast du das Raumschiff drin. Ja, bestimmt Ton Gras und weiß ich. Leichen, Koks. Ton Gras. Koks. Nee, aber warte mal. Was ist denn das zwischen deinen Beinen? Ist das nass? Was ist denn da los? Hast du dich ein bisschen zu doll gekrault oder was? Ey, aber keine Ahnung, wo sollen die sein? Ich meine, wir waren im ganzen Haus drin, das ist ziemlich klein. Warte, ich habe eine Idee. Wir machen jetzt nicht mehr Bosse. Also, wir befinden uns hier auf der Heimatmission. Wir befinden uns jetzt in der Karibik. Es ist Level 1 noch. Level 1. Also, Level 1? Wir suchen jetzt den versteckten Raum und ja, wir beginnen uns jetzt mal los. Das ist hier ein Düsterwald, das Radio. Das ist sehr geheimnisvoll. Düsterwald habe ich eingebaut, weil mit meinem besten Freund, der auch in dieser Serie ist, gerade, also praktisch den besten Freund auch spielt. Wir haben damals sehr viel World of Warcraft. Wir haben damals voll viel World of Warcraft gespielt. Und ja, da gibt es halt auch Düsterwald. Deswegen habe ich halt einfach Düsterwald gesagt. Das sind halt einfach praktisch die Freaks, die auch das gespielt haben. Krass. Und ich war auch ein Freak. Ich habe echt lange dieses Spiel gezockt. Zwei. Der Raum ist erreicht. Ich glaube, das ist was. Scheiße. Der Raum ist zu. Wir sind hier ganz nah, den Bunker zu sprengen. Da merkt man so richtig, das hatte ich auch damals, als ich gedreht habe. Man sagt einfach irgendwas, um was zu sagen. Ne? Ja. So, das ist dieser Satz von ihr gerade. Wir sind jetzt kurz davor, den Bunker zu sprengen. Macht absolut gar keinen Sinn. Aber damals war man halt so nervös. Und so aufgeregt, weil man einfach keine Erfahrung hatte, dass man irgendwas gesagt hat. Mhm. Hauptsache, diese Szene ist irgendwie lebendig. Mhm. Also ich kann das komplett nachvollziehen. Schalt mal. Aber wo ist der Licht? Guck das mal. Ja, sind hier. Ey, Digga, das triggert mich aber gerade echt. Ich will wissen, was da drin ist. Erfahren wir das in der Folge? Nein, ja, es dauert noch sehr lange. Wie willst du das aufkriegen? Ey, soll ich mich verarschen? Seid ihr so doof oder... Also ehrlich. Wollt ihr mich verarschen? Was hab ich? Hallo. Was hab ich euch gesagt? Habt ihr nicht zuhört, wo ich euch die SMS vorgelesen habe? Ja. Seid ihr so doof? Jetzt sag mal, ey, warte mal. Sag mal ehrlich, Mann. Was soll ich? Ey, ich bin nicht auf der Scheiße. Ich hab euch die drei. Was hast du gesagt? Fahrschein? Er schreit ihn an? Mike schreit Kevin an, weil ob ihr doof seid und bla. Kevin sagt random. Jetzt mal ehrlich, Alter, ich will ja auf der scheiß Couch spenden. Das hat gar keinen Zusammenhang mit der Szene gehabt. Nee. Denkt auch wieder nur ans Vögel. Nee, aber doch, es hat ein bisschen Zusammenhang mit der Szene. Weil du suchst halt was, damit du nicht auf der Couch spenden musst. Ach so. Das hat, eigentlich macht ein bisschen Sinn. Ja, nicht an den verschlossenen Raum oder da überhaupt nicht nachgucken. Aber wir wollten halt nochmal gucken, was
Ich weiß auch nicht. Ihr seid anscheinend doch, ihr seid so doof. Ich kann euch das ja dreimal vorlesen. Ich kann euch viermal vorlesen. Ja, ist gut jetzt. Es tut uns leid. Nicht sauer, aber auch enttäuscht von Kevin. Voll sauer. Er weiß, was die Regeln, wie die Regeln lauten und. Von den Mädels hätte ich sowas erwartet, auch nicht von ihm. Ich bin wirklich enttäuscht von ihm. Mhm. Naja, die Aktion mit Jackie war eigentlich jetzt richtig lustig gewesen. Auch wenn Mike dazwischen kam mit seinen komischen... keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich ja auf jeden Fall noch was gefunden für Jackie und mich heute Abend. Jackie und mich heute Abend. So, also, das war auf jeden Fall die erste Folge. Und jetzt geben wir noch die Vorschau von der nächsten Folge. Und vielleicht für ein nächstes Reaction-Video, man weiß es ja nicht. Bei den X-Diaries, harte Zeiten für Mike. Keiner hält sich an die Regeln. Harte Zeit für Mike, aber auch harte Zeit für Kevin. Ja, ich fand's sehr interessant. Tatsächlich, du warst anscheinend genauso nervös wie ich damals. Und, krass. So ist Kevin entstanden. Heftig. Ja, so, das war die erste Folge von Kevin Bochow bei den X-Diaries und auch meine erste Folge, die ich jemals im Fernsehen gesehen habe. Nochmal das zu sehen? Also du hast ja das wahrscheinlich schon häufiger nochmal angeguckt, aber allgemein so, wie ist das, wenn du dir das anguckst von früher? Ja, diese Zeit werde ich nie vergessen. Das war halt wirklich die Zeit einfach. Das war das erste Mal und die erste Zeit ist immer die aufregendste. Und ich schätze jeden einzelnen Moment und dass wir jetzt immer noch hier sitzen. In diesem Sinne, das war die erste Folge. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, war auf jeden Fall interessant. Es macht auf jeden Fall auch Spaß, diese Reaction-Videos. Das ist der zweite gewesen. Wenn ihr mehr davon wollt, sagt er Bescheid. Und vielleicht wollt ihr auch wissen, wie die X-Diaries-Folge weitergeht und was in diesem Raum drin ist. Also ich will wissen, was in dem Raum drin ist. Ich gucke jetzt gleich vor. Okay. Nein, wir gucken das dann zusammen. Ja, okay. Also, danke fürs Zuschauen und in diesem Sinne, X-Diaries!